Auf zum Sieg! Nein, haben wir nicht. Da kommen nämlich die Räuber. Zum Sieg! Jedenfalls die erste Truppe von Räubern kommt. Kein Problem. Wir greifen an. So, die zweite Räubertruppe. So, damit haben die Paladine die nächste Stufe erreicht. Und die Räuber droppen auch was. Wird erledigt. Kein Problem. 500 Gold, okay. Mit Vergnügen. Wird erledigt. Wird erledigt. Das hat sich gelohnt. Jetzt hätte ich gerne erstmal das Gegengift. So. Kostet 75 Mana zu benutzen, okay. Jetzt kann ich die mal heilen. Für mich das Mana steigern. Funktioniert gerade nicht. Stufe 10, 15, ja, magische Fähigkeiten und Mana mal steigern. Und? Kein Problem. Schon erledigt. Kein Problem. Kein Problem. Also ja, als nächstes könnten wir uns mit den Zombies anlegen. Wird erledigt. Und dann noch mit der letzten Feenquelle hier. Ja, Sir. Und die sprechen echt cool. Was? Auf zum Sieg. Ja. Bereit. So, man merkt, die Zombies sind, was das angeht, jetzt ziemlich abgedroschen. Kein Problem. Auch wenn die Paladine vergiftet wurden. Ja, Sir. Bereit zum Kampf. So. Wir dienen dem Kaiserreich. Auf euer Kommando. Auf euer Kommando. Ein Ruhmesbanner haben wir gekriegt. Das könnt ihr eigentlich auch gleich ausrüsten. So, euch auch entgiften und jetzt können wir unser Mana mal steigern. Bereit. Kein Problem. Schon erledigt.
So, bei der letzten Feenquelle wartet noch ein End auf uns. Auf zum Oder Sieg! ein Treant, eins von beidem. Und ja, wir können solche Quellen eigentlich dann nutzen, wenn wir Platz hätten, um einen magischen Geist dort zu platzieren, hier in diesem Ring. Soweit ich mich noch richtig erinnere, um eine erhöhte Mana-Regeneration zu kriegen. Wenn wir denn. Und? Schon erledigt. Die nötige Schon erledigt. Bevölkerung, also Führerschaft hätten. Ja. Ich finde das System in dem Spiel eigentlich Jawohl, sehr nett Sir. gemacht. Ich wünschte, es Was würde irgendwann rettet einen sie zweiten alle? Teil davon Mit geben. Vergnügen. Oder ein Remake oder einen neuen Ableger. Das hier hat allerdings nichts gedroppt. Aber wir haben wenigstens Erfahrungspunkte Wird gekriegt. erledigt. Hier hätte ich jetzt gerne magische Fähigkeiten Stufe 2. Weil man sieht, Führerschaft wird eine Weile dauern. Und ich möchte nicht jetzt 9000 Punkte erstmal auf Ach und Krach herbei Wird erzwingen. erledigt. Weil andere Sachen sind auch wichtig. Ja, Sir. Schon erledigt. So, ich glaube, damit haben wir alles, was wir hier machen konnten, gemacht. Die beiden Feenquellen, die Bären da oben, die Zombies. Ja. Schon Das erledigt. heißt, jetzt ist der Friedhof dran. Kein Problem. Der damit auch die erste Mission beendet. Glaubt mir, später haben wir noch sehr viel mehr Führerschaft. Noch einmal speichern. Also ja, wir können mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Hier war unser Startturm und die Goblin-Karawane, die wir bis da oben begleitet haben. Hier waren Bären, um die wir uns gekümmert haben. Hier am Fluss waren wir auch überall. Wir waren bei den beiden Feenquellen, bei dem Friedhof und beim Räuberlager. Das heißt, Kein Problem. Schon erledigt. eigentlich geht es jetzt wirklich nur noch gegen die Untoten hier. Dafür sind wir auch jetzt sehr gut gerüstet. Kein Problem. Wir haben einen Schwertkämpfertrupp auf Max-Level. Hier ist der Friedhof, ein Ort des Bösen. Hier sind auch sehr viele Untote. Kein Problem. Gegen die wir nicht alle gleichzeitig kämpfen wollen, natürlich. Auch wenn wir die normalen Skelette jetzt ziemlich leicht tot kriegen, dadurch, dass wir Paladine haben. Aber die gepanzerten Skelette, die jetzt kommen, sind dann schon ein etwas härterer Brocken. Und die spuckenden Zombies da sind auch nicht ohne. Jawohl, Sir. Bereit zum Kampf. Okay, wir haben einen Paladin verloren. Was ist allerdings vertretbar.
Sie haben ihr erstes Abenteuer abgeschlossen. Obwohl sie noch nicht all die Macht der magischen Ströme beherrschen können, sind ihre Fähigkeiten beeindruckend. Geben Sie Acht. Meister! Ja. Sieg. Und wir können fortsetzen. Der Lehrer starb, besiegt durch verräterische Magie. Bevor er starb, befahl er seinem Schüler, seinen Mörder, den Hüter eines mächtigen dunklen Artefakts, zu finden. Es musste jemand aus dem Umfeld des Zauberers sein, der den Ort des Abschlusstests kannte. Al-Samul gab dem jungen Magier das Amulett der Kontrolle, den Schlüssel zur Magie der Türme. Das Amulett loderte mit einem strahlenden Licht auf, akzeptierte seinen neuen Besitzer und betrauerte seinen ehemaligen. Sofort nach seiner Rückkehr zur Azurstadt erschien der Schüler vor dem Rat der Magiergilde. Seine Geschichte war Grund für viele Diskussionen. Der plötzliche Tod Al-Samuls hatte den Rat geschwächt. Jemand erweckte im gesamten Reich Leichen zum Leben. Die Situation erforderte sofortiges Handeln. Es musste entschieden werden, was mit dem Amulett der Kontrolle geschehen sollte. Gartok sprach von allen am hitzigsten. Der ehemalige Schüler Al-Samuls wurde vor den Rat befohlen, um seinem Lehrer den letzten Respekt zu erweisen, aber nur Flüche kamen über seine Lippen. Die Rücksicht auf den letzten Wunsch des alten Magiers erwies sich größer als die Unstimmigkeiten. Der Held erhielt den Titel eines Initiierten und das Recht, das Amulett zu benutzen. Die Wege zu jedem Punkt des Kaiserreichs waren ihm nun offen. Ja, ich werde... Also, ihr werdet es wahrscheinlich nicht mitkriegen, aber... Der Ton war wieder leise in der Cutscene. Ich werde das im Nachhinein wieder lauter machen. In jeder anderen Cutscene übrigens auch dann. Ja. Es ist an der Zeit, den ersten Auftrag für die Gilde zu bestehen. An der nordwestlichen Grenze des Reiches sind Unruhen ausgebrochen. Es wird berichtet, dass die Toten überall zum Leben erwacht sind. Außerdem heißt es, dass Ork-Clans nach einem Jahrzehnt des Friedens wieder Menschen angreifen. Also Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben unsere Truppen... Wieder? Es ist an der Zeit, das erste Abenteuer der Gilde zu bestehen. Die nordwestliche Grenze des Reiches ist unsicher. Es wird berichtet, dass die Untoten überall auf dem Vormarsch sind. Überdies heißt es, dass die Ork-Clans die Menschen nach einem Jahrzehnt des Friedens wieder angreifen. Wir gehen zuerst in die Stadt und befragen die Einwohner. Was, wenn es nur ein falscher Alarm ist? Vielleicht hat jemand des Nachts einen Bären gesehen und ihn vor lauter Angst für einen Ork gehalten. Okay. Ja, das ist der Magierturm, in dem wir jetzt residieren. Ja. Wir hätten 2000 Punkte. Ja, Sir. Bauern von der Mühle. Also die Mühle ist ein Ressourcenpunkt, wo Bauern der Stadt eben auf zum Sieg. Ressourcen haben. Die kaiserliche Armee, dank den Göttern. Ihr seid gekommen. Helft uns, nach Hause zurückzukehren. Lebende Leichen belagern die Straße zur Stadt und wir sind keine Krieger. Streifen die Toten wirklich durch das Land? Dies sind wahrhaft schwere Zeiten. Ja, das sagen unsere Paladine. Auf zum Sieg! Wird erledigt. Also ja, die Stadt ist da drüben wahrscheinlich. Da oben sind kein Wildschweine. Problem. Kein Problem. Also ja, um die Sachen kein hier. Problem. Immer bereit. Schießt eure Pfeile! Mit Vergnügen. Bereit zum Kampf. Was? Betrachtet es als erledigt. Schnell, gehen wir. Zum Sieg. Jawohl, Sir. Ah!
wir, dass alles hier in Ordnung ist. So, unsere Paladine haben die Max-Stufe erreicht. Auf zum Sieg! Ja?